Und damit herzlich willkommen zurück zur Dark Souls 2 Folge, weiß ich nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Wie dem auch sei, in der letzten Folge wussten wir nicht wohin. Ich muss sagen, ich habe geguckt, wo wir hin müssen, aber dann hört es auch auf. Mir wurde heute geschrieben, damit ihr auch direkt wisst, wann ich das aufnehme, dass ich was leveln muss, damit mein Spiel ein bisschen schneller ist, was so 1P. Was auch immer das jetzt bedeutet. Ich weiß nicht, ob das eine Agilität ist oder so. Und zwar wollen wir... Nein. Schattenwald zur Weggabelung. So, also falls das irgendwie ein bisschen schlimmer wird, was das ganze Zeug so angeht. Moment, ich muss mal ganz kurz... Ne, passt schon. Wir haben es jetzt gleich 23:30 abends. Da das die ganze Woche nicht so super funktioniert hat mit dem Aufnehmen und so, dachte ich mir, ich nehme jetzt noch was auf, sonst kommt es wieder komplett zum Erliegen. Ich haue ja schon weniger Folgen raus. Okay. So, 2 Hits. Gefällt mir. Ja, hier waren wir ja schon. Die Eimer hier. So, schon ein bisschen was abgenommen, aber naja. Wenn das Abnehmen doch immer so schnell gehen würde. Das finde ich halt gemein, diese Schattentypen da. Die sehen halt aus wie so ein Spieler. Oh Gott. Ja, ich stelle mich gerade an wie der allererste Mensch. Aber die kann man halt auch nicht anfokussieren. Was die Sache auch nicht einfacher macht. Ich versuche eigentlich immer Hochdeutsch zu reden, aber es funktioniert nicht immer ganz so. Bin ja nun mal kein Profi, nicht wahr? Die Tür müsste jetzt aufgehen. Alter! damit weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Hammer. Hammer. Der hatte im Video halt gesagt, das wird durch ein Ereignis ausgelöst, dass man die Tür da öffnen kann. Aber welches verschwieg er? Jetzt ist die Frage, welches Ereignis? Und was fehlt uns noch? Hier nichts. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rückwärts. Ich stehe wieder auf. Sehr schön. Ich finde, dass die ganz schön wenig Zeug bringen dafür, dass die ihn ganz schön schnell umbringen können. Dickwanz. Waren da schon immer so viele? Oh.
So. Lebensstein, sehr schön. Müsste ich aber ausrüsten, um das zu nutzen. Geht das hier weiter oder geht das hier nie weiter? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war ein bisschen daneben gehauen. Ich musste irgendwas Geiles verpasst haben. Fragt sich nur wo. Ah, war wahrscheinlich derselbe Typ. Hier war ein Leuchtfeuer. Die hatten ja auch nicht alles geholt, oder? Zumindest habe ich sowas in den Kommentaren gelesen, aber... Da das alles schon so lange her ist und ich ja auch nicht mehr der Jüngste bin, alles vergessen. Gott, mir wird jetzt selber schlecht von meiner Kameraführung hier. Wenn die tot sind, sehen die halt immer noch aus, wenn sie leben. Das ist schon ein bisschen... Ah ja, fast. Fast. Hier war so ein Baum, Fuzzi. Warum hat denn... Eigentlich sollte der auch zweimal schlagen, hat er irgendwie... Ich weiß, dass der uns so schon mal umgebracht hat. Ist hier irgendwas? So, mal gucken. Ja, jetzt kommen Gegner, das weiß ich. Die haben mich ja auch weggemetzelt. Die bringen halt nicht so viel. Also draußen saß dann noch ein Ritter rum. Lügner voraus, der ist ja ein bisschen tot, nicht wahr? Man hört hier Gift, oder? Ja. Oh, ich weiß überhaupt nichts. Aber was ich... Was ich ja komplett außer Acht gelassen habe, da gab es ja diesen Salamander, den man da unten, dieser Feuerdingsterbumster. Ah, ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, dann wisst ihr es wahrscheinlich nicht. Oh, hier waren wir ja lange nicht mehr. Vor 9 Minuten ungefähr. Haben wir irgendeine Seele? Schwindende Seele ist wahrscheinlich wenig. Aber ich wollte große Seele. Seele eines stolzen Ritters. Seele eines tapferen Kriegers. Das müsste eigentlich schon reichen für eins.
Ich werde es nie lernen. Reicht's? Haha, ernsthaft. Ernsthaft Spiel. Das ist richtig viel, oder? Naja, gut. Ja, gut, das geht ja. Oh, ich habe eine? Ich wollte sagen. Immer schön anzeigen, ne? Treust mich doch das Spiel. Was ist das? Oder das, oder? Moment, Leute, ich gucke nochmal nach. Ihr seid live dabei. Ich gucke jetzt einfach nochmal nach. Mache ich schön übers Handy, wie sich das gehört. ADP, es ist wahrscheinlich im Original so. Wir gucken mal. Wahrscheinlich spielt derjenige in Englisch, aber danke für deine Tipps. Muss ich immer wieder sagen. Ja, das ist... Moment, ich gehe mal kurz gucken. Es gibt da Dark Souls Wiki, das ist ja immer Englisch. Ja, das ist das. Resistenz erhöht sich auf jeden Fall und die Balance erhöht sich. Jetzt sind wir Stufe 101. Man kennt das ja, 101 Dark Souls Stufen. Hat die Frau was Neues zu erzählen? Hello again. So, die war ja. Ah, ich ja, bin halt kein Zauberer. Okay. Ja, bin ich. Danke. Was ich probieren wollte... Und zwar hier. War ja unten noch dieser Feuersalamander. Jetzt haben wir ja diesen Ring. Der Fallschaden... reduziert. Ich sehe uns sterben, aber ist egal. Oh shit, here we go again. Ernsthaft jetzt? Die ist direkt Feuer, also gehen wir... Okay. Und zwar habe ich noch den Tipp dazu gehabt, ausziehen. Ja, wir nehmen den Dings erstmal ab. Gegen den. Das ist der Richtige. Jetzt müssen wir nur noch unsere Ausrüstung ablegen. Und hoffen. Aber jetzt legen wir erstmal alles wieder an, würde ich sagen. Gott, welchen hatte ich denn? Den hatte ich. Man kann das doch irgendwie auch... Ist halt schwer wie die Hölle. Moment. Mal sehen, ob wir unter den 30 bleiben. Ah, Moment, ich habe ja noch kein Schild. Na, ich bin der Held des Tages. Oh, das ist ja... Brauche ich nur noch die Stiefelchen. Ich muss unter den... Oh, da, ich hab das nicht. Oh, dachte ich gar nicht. Wir sind leicht drüber. Hm. Uns fehlt ja nicht mehr viel, muss man ja sagen. Das ist stärker. Wo ist unsere, die wir immer hatten bis jetzt?
Falkner plus 1. Uiuiui. Wir nehmen jetzt das Stärkste, was wir uns gewichtstechnisch leisten können. Das sind wir ja noch leichter sogar. So, am besten nicht ins Feuer rennen. Alter! Ich hätte nicht gedacht, dass er so stark ist, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht erwartet. Manchmal geht es doch schneller. Und ich war halt noch in einem scheiß Menü drin. Und wir müssen den Ring nochmal wechseln. Wahrscheinlich reicht das schon mit unserer jetzigen Rüstung. Dass wir da nicht komplett sterben. Oh, 180 Seelen. Okay. Mal sehen, ob es reicht, Freunde der Sonne. Alter! Der ist ja richtig scheiße. Was der bewacht, muss ja dann aber geil sein, oder? Ich würde jetzt sagen, wir scheißen auf die Seelen. Ah, eigentlich wollte ich das nicht sagen, aber... Wie oft wir hier aufgewacht sind, oder? Das ist krass. Fehlt denn hier? Hier fehlt doch einer. Feuerbombe. Wird wahrscheinlich in Feuersalamander nicht ganz so jucken. Ja, genau. Genau hier wollte ich hin. Ich wollte nicht zur anderen Seite runterfallen, ich wollte genau hier runterfallen. Ist der bekannt. Eine sehr geile Folge bis jetzt, oder? Richtig null Fortschritt. Oh Mann, der eigentlich wieder da. Wieso fehlt denn der auf der Brücke jetzt? Du bist ein Sack. Ernsthaft jetzt? Leider schiebt mich rüber. Okay. Das war knapp. Einmal noch den Tanz. Herr Schnucki. $900. Darum ging es uns ja nicht.
Hier, das ist totale Scheiße. Flammenquarzring. Flammenquarzring. Erhöht Feuerabwehr. Finsternisabwehr. Explodiert an der Schadensgrenze. Apostel, ja, das kennt man. Erhöht Feuerabwehr, ja, das ist. So. Warum? Ich dachte, das kann ich nehmen. Hammer. Ist das Vieh jetzt eigentlich tot? Bitte lass es tot sein. Meine anderen Sinn sind eh weg. Aber da lagen immer noch Sachen rum. Ach Leute, das war dumm. Nein, der ist wieder da. Nein, nochmal gehe ich da nicht runter. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Wirklich. Überhaupt keine Ahnung. Bin ja auf jeden Fall falsch. Das, was ich mir gerade überlegt hatte, das war nicht hier. Diese Ragdoll-Sachen sind echt geil an dem Spiel. Hier kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht rein, oder? Bringt das Symbol des Königs in eurem Besitz? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ach. Gut, das war ein Versuch wert. Irgendwas muss ich doch übersehen haben. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Gewicht, ich bin jetzt nicht das Smarteste im Spiel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Was das war. Ich stehe komplett auf dem Schlauch gerade. Ich habe keine Ahnung. Hatten wir hier nicht auch noch was? Ist die Frage, hatten wir hier alles? Wie creepy ist das denn eigentlich? Schon ziemlich, oder? Auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung, ob ich hier was verpasst habe. So hübsch finde ich das jetzt nicht. Wo können wir noch hingehen? Niemandswerft. Leute, ich habe echt keine Ahnung. Ja, eine Ahnung habe ich noch. Muss ich überlegen. Da bauen wir direkt wieder den Katzen. Den Katzenring. Es gab da über dem Loch, glaube ich, noch. Noch ein Gebiet, oder? Oder irre ich mich da?
War das dumm? Das war dumm, oder? Das war dumm. Darüber springen. Das war das Heiligengrab. Ist da, wo wir gerade waren, oder? Hallo? Kann ich mit dem reden? Heiligengrab, das war da, wo wir gerade waren. Ich bin ein Held, Freunde. Ist auf jeden Fall schon entzündet, das hat man ja gesehen. Oh Gott. Okay. Ohne Mist, wo geht's hier hin? Ach, hier sind wir. Ah. Hier waren wir halt schon überall. Auf jeden Fall gab es große Titanitschabe und so. Ich bin komplett lost. Ich glaube, ich muss nach der Folge dann erstmal gucken. Geht der Tierhund ins Loch? War das so? War schon so, oder? Hier muss ich wieder runtergehen. Das ist wie die Schandstadt, oder? In 1. Wahrscheinlich habe ich genau das schon gesagt, wo wir das erste Mal hier waren. Eben. Auch ein bisschen dumm gebaut, oder? Kann das sein? Geht ja gut los. Ah, ab nach Machula. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Deswegen würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn ich frisch belesen bin, wieder. Bis dann, macht's gut, auf Wiedersehen.